oder Begleiter, wie auch immer. Aber er ist niedlich. Oder sie, keine Ahnung. Und wo sind die anderen? Oh, kleiner Buddy. Oh, mach die Tür auf, du schaffst es. Ja. Entschuldigung. Okay, wir haben es geschafft. Vorerst. Wo müssen wir hin? Ich würde mal sagen, wir laufen. Warte mal. D? Gib mir einfach nichts an. Ja, dann laufen wir einfach mal da lang. Wir machen Fußabdrücke. Oh, kleiner Buddy. Summen kann ich. Sarah? Ryan? Ja, das wäre. Das wär's, wenn die jetzt natürlich auch noch tot sind. Habt ihr es geschafft? Sarah? Ryan? Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn jetzt hier noch eine Kolonie. Ah, vielleicht da links oben. Könnte was sein. Aber wenn jetzt hier noch eine Kolonie oder irgendjemand Lebendiges ist, dann müsste sie ja irgendwie alles mitgekriegt haben, oder? Wenn wir sowas wie ein Radar haben und gesehen haben, dass hier die Kacke am Dampfen ist. Naja, wobei das da oben ist nur Gestein. Sarah? Ryan? Ich gehe mal nach hier da hinten. Cassie. Könnt ihr mich hören? So, drei blaue Balken da hinten drauf. Ich gehe mal davon aus, das wird der Sauerstoff sein. Ah, bitte lass da was sein. Das sieht aber nach ganz viel. Nix aus. Jo, oder? Da hinten? Ne, ist Gestein. Gut, dann gehen wir da auf die andere Seite. Aber Gott sei Dank ist der Anzug jetzt nicht irgendwie beschädigt. Sonst wäre es ein bisschen ungemütlich hier auf dem Mars. Aber doch. Schön gemacht. Gefällt mir. Aber würde ich jetzt da irgendwie auf den Mars ziehen und arbeiten müssen, würde ich schon irgendwann mehr das Grün und die Wälder vermissen. Das glaube ich, könnte ich nicht durchgehen von der Erde weg. Wird es? Okay, kleiner Bug hier. Ich glaube, das ist der erste Bug, den wir jetzt hier mal so sehen. Ich meine, jetzt ist es ja sehr schlimm, aber. Und da versinkt sie ein bisschen im Boden drin, aber naja. Was war das? Warum kann ich jetzt. Ach nee, kommt jetzt so ein Sandsturm. Okay, ich habe keine Kontrolle mehr. Sarah. Sie läuft jetzt von allein. Bitte komm, wenn ihr. Thank you.
Oh, eine Arche. Aber wo ist Arche 2? Waren doch 3? Errungenschaft freigeschaltet am Abgrund. Ja, ich sag es am Dampfen. Ein Plätzchen zum Leben. Oh, cool. Ach, tut sie jetzt nicht mehr weh. Okay. Ich brauche Sauerstoff, Ayla. Ey, da waren es erst aber noch 3 an. Wo soll ich denn jetzt so schnell Sauerstoff herkriegen? Oh. Oh. Da wurde fleißig gebaut. Aber da hat jemand die Türen aufgelassen. Oh oh. Wir sollten uns beeilen. Die Station hat meinen Sauerstoff aufgefüllt. Was? Wie kann hier immer noch Sauerstoff sein? Sauerstoffausgleichspumpe. Das heißt, ja, vielleicht leben die hier, arbeiten die hier? Keine Infos von hier. Es sieht aus wie so ein Kuhnebnas. Mensch, wo ist die Kugel hin? Oh, wow. Ich meine, da, ganze Kolonie. Mit Bergwerk und allem. Also, die haben es wohl geschafft. Sind aber nicht fertig mit dem Bau. Aufbau einer Kolonie, würde ich jetzt mal sagen. Hier sind Bagger, Kräne. Sieht aus wie eine Mine. Sieht vollkommen verlassen aus. Und ist wohl schon eine Zeit lang den Staubstürmen ausgesetzt. Wir müssen auf die andere Seite, um die Arche zu erreichen. Du hast recht. Wir sollten einen Transport suchen. Oder es ist so wie immer, dass hier... Oh ja, lass uns schon rüberfahren, bitte. Wie komme ich da hoch? Mit dem Kran? Ach da. So sollten wir zum Rover kommen. Lass uns dort runtergehen, damit wir den Aufzug nehmen können. Aber ich vermute mal, es ist irgendwie so wie bei jedem perfekte Welt-Projekt, dass es dann irgendwie Aufstände gegeben hat und dann bringt man sich gegenseitig um und so weiter. Ich meine, Rapture lässt grüßen an der Stelle. Aber gut, die haben sich da auch mit den Drogen noch fertig gemacht. Kann ich da nicht einfach so ein bisschen runterjumpen? Geht das nicht? Ja, doch, das geht. Okay. Hui. Ich hoffe, das passt. Ach, und da könnte man sich jetzt... Ah, ich muss mich da jetzt so... Oh nein, 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 nein! Shit! Ah, blöde Steuerung. Okay, nochmal. So. So, und jetzt irgendwie so noch da. Die Mechanik ist schon interessant, aber auf Dauer, glaube ich, wäre das nichts für mich. Okay, ich glaube, ab hier können wir jetzt mal nach unten.
war's das jetzt? Ach man, ach man. Ach, das hätte es jetzt aber überleben können. Stell ich mal nicht so an. Kaspar Bura. Alle guten Dinge sind drei. Ja, jetzt krieg ich aber Übung in dem Ganzen. So, jetzt müsste es aber reichen. Wie komme ich jetzt da weiter nach unten? Komm, ein bisschen noch. Ich kann da nicht reingreifen. Jungs, wie genau soll das jetzt gehen? Kurz fallen lassen und... Ah! Das geht also. So geht's ja viel schneller. Okay, das merke ich mir. Das ist vermutlich wieder zu hoch für sie. Ah, Powerslide. Oder auch nicht. Ist das runtergefallen oder soll das so aussehen? Was soll ich denn scannen? Notiere ich. Erschl. Was? Mega-Ernte. Geh nach Erz mit den Hallenschiffen. Einfach hier zurückgelassen. Ja, das werden wir noch sehen, ob das wirklich zurückgelassen worden ist. Oder ob die noch irgendwie aktiv sind. Der Aufzug scheint nicht zu funktionieren. Das ja, war ja klar. Na, müssen wir da in unseren Buddy rein. Oder wir klettern. Sehr gut. Sauerstoff. Ach nö, nicht schon wieder sowas zum Dechiffrieren. Das war das letzte Mal schon doof. Na gut. Fehlt jetzt nur eins. Ja, komm. Komm, mach's. Mach. Kann ich nach weiter hinten? Ah, jetzt. Nee, Mann. Komm jetzt. Ah, Gott sei Dank. Ging schneller. Und was genau gibt es hier jetzt zu sehen, Ayla? Bitte lasst mich los, es war ein Fehler. Bitte, Mr. Johansson, ruhig jetzt. Ich muss zurück zur Erde. Hierher zu kommen war falsch. Bitte, bitte, ich will nur... Isaac, du bist verwirrt von Kryo. Beruhige dich. Ich will mich nicht beruhigen. Ich muss zurück zu meiner Tochter. Ich weiß, dass du es besser weißt. Ich weiß, dass du tief im Innern verstehst, dass das, was du sagst, töricht ist. Bitte, William. Bitte lass mich zurück zur Erde. Und wie genau stellst du dir das vor, Isaac? Wie glaubst du, wird man dich empfangen? Als Helden oder Straftäter? Gehst du einfach so zurück, dann kommst du deiner Tochter auch nicht sehr viel näher. Ich weiß, du verstehst das. Du und ich... Wenn wir zur Erde zurückkehren, macht man uns gleich den Strafprozess. Dort wären wir die Verräter der Menschheit, nicht ihre Retter. Du bekämst Kathy dort nur durch Knastgitter zu Gesicht. Schau. Unsere Abbaugeschwindigkeit lag bei etwa 20 Millionen metrischen Tonnen in den letzten 3 Jahren. All das, Isaac, erbaut nach deinen Entwürfen. Anhaltswerten.
Einsichten. Jetzt bist du hier. Und Arche Vita auch. Stell dir nur vor, was wird Outward wachsen? Es wird zu dem, wovon wir einst träumten. Die unbarmherzige Entscheidung von damals tut mir sehr leid. Wenn wir je Leute von der Erde bringen können, gehen wir sicher, dass deine Tochter mit uns kommt. Doch davor konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Wir brauchen dich, Isaac. Bist du dabei, alter Freund? Ruh dich aus. Wir räumen dein Quartier in Habitas. Dann kannst du auch klar denken. Okay? Okay. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so von ihm erwartet, dass er da so am Durchdrehen ist. Vor allem nicht nach der Aktion, was er geliefert hat. Tja. Ah, ich glaube, er lebt noch. Ich will nicht überspringen. So, dazu sagt jetzt überhaupt gar nichts. Sind die anderen Kollegen. So, ja, ich würde sagen, wir gehen mal hier so entlang. Ach, ja, stimmt ja. Da unten war ja offen. Da können wir aber nichts dafür machen. Okay. Ja, dann nach da hinten. Was auch immer da ist. Ich würde mal sagen, das Gerät da oben. Weil das da. Outward hat also ein Notfallnetzwerk in ihren Einrichtungen. Wir müssen das anschließen, um ihn zu aktivieren. Ja, Moment. Ich schaue erstmal hier rein. Ah, ganz schön windig gebaut hier. Hallo, jemand daheim? Oh, was zum. Was? Jo, mehr hast du davon noch? Mehr? MacArthur hat gerade herausgefunden, dass Isaac unterwegs eine ISE verloren hat. Gibt es also eine Menge ISEs. Dieser hier ist anders. Warum? Ich sag es dir, aber versprich mir, dass das zwischen uns hat. Verstanden? Du kennst mich. Seit wir zum Mars aufgebrochen sind, sind alle holographischen Daten unserer ISEs verschlüsselt und nur die ISE des Lunarats können das Bildmaterial einsehen. Isaacs ISE ist offensichtlich nicht hier. Woher weißt du das alles? Ich habe den Code geschrieben. Wirklich? Vergiss immer, wie cool du bist. Das tue ich mir. Diese schwingende Plattform. Vielleicht kann ich mich hochziehen. Ja, das war ja klar. Ja, das hat schon mal nicht funktioniert. Okay, wir müssen da ganz an die Seite ran. Cool, hat funktioniert. Und da jetzt einfach drüber jumpen. Okay, das heißt, komm, geh rauf. Das muss ich mir notieren. Was denn? Das Ding da. Okay. Ab in die nächste Bude. Oh ja, sehr gut. Schleuse. Guten Tag. Ah, schon wieder. Oh, es braucht nicht viel.
Okay. Ach nö. Na komm, ich krieg schon. Ja komm, 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 komm. Yes. Ach nö. Ja. Oh, nice. Ich kann es nicht glauben, Isaac. In meinen kühnsten Träumen hätte ich nicht erwartet, solche Zahlen zu sehen. Mit jedem Projekt, das du in Angriff nimmst, machst du deinem Ruf alle Ehre. Unser Traum beginnt sich zu erfüllen, mein Freund. Hier seid ihr. Rosa, komm zu uns. Wir haben Grund zu feiern. Isaacs Erzbrecher funktioniert um einiges besser als erwartet. Es gab wieder mehr Einweisungen. 62% letzten Monat. Wir müssen den Flügel erweitern und mehr medizinisches Personal einstellen. Das haben wir doch schon besprochen. Es handelt sich nur um eine Phase. Ich glaube nicht. Die Leute sind überarbeitet und verausgaben sich zu schnell. Immer mehr zeigen Symptome von Beklemmung und PTBS. In Anbetracht der zukünftigen Meilensteine werden diese Zahlen nur noch weiter steigen. Isaacs Wohnraumbau hat gerade erst angefangen. Wir können niemanden entbehren. Lass sie mich rehabilitieren. Gib mir mehr Platz und Personal, damit ich dann... Wir können es uns nicht leisten, Leute zur Erholung von den Bodencrews abzuziehen. Nicht, um sie zu unterstützen. Das würde alles nur hinauszögern. Das sind deine Leute, William. Sie folgen dir, blicken zu dir auf. Die Antwort ist nein. Dann sehen wir uns heute Abend zur Wochenbesprechung. Rosa, treffen wir uns im Meditrakt. Vielleicht kann ich dir helfen. Ja, da ist jemand aber nicht sehr gut in der Führung, wenn ich das so höre. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Sieht ein bisschen abgewrackt aus hier. Gestern Abend war echt witzig. Ich hätte nie gedacht, dass ein Hertha-Fliegen-Musical in mein Leben gefehlt hat. Ja, das war außergewöhnlich. Das Duett zwischen Simon und dem Schweinekopf. Auf ewig in meinen Gedanken. Schön, dass du gekommen bist. Bin ich auch. Aber hey, die haben ja sowieso nichts Besseres zu tun. Mir konnte hier das einzelne Medienlaufwerk auf dem Weg hier runter durchbrennen. Nicht jedes. Julia hat sogar noch mehrere. Oh, was? Sag ihr, dass ich diese Woche zwei ihrer Schichten übernehme, wenn ich sie ausleihen kann. In zwei Schichten wird es wohl nicht getan sein. Okay, ich bitte 5. Willst du was zusammen schauen, wenn sie ja sagt? Ich habe ein großes Hochbett mit viel Platz, da können wir gucken. Klar. Soll ich aufschreiben? Kann ich da weiter durch? Nö. Ach so. Ausgang. Sir. Sir, was haben wir hier? Irgendwelche Platten? Vermerkt. Das scheinen vorgefertigte Platten zu sein für den Gebäudebau. Eine Technik und Produktivität wie diese konnten wir auf der Erde nie erreichen. Wie konnte eine so kleine Gruppe von Leuten so viel in so kurzer Zeit erreichen? Oh. Da geht's ein bisschen nach unten. Okay, dann einmal nach unten. Warum kann ich jetzt nicht weiter nach rechts? Jetzt nach oben. Cool.
einmal drunter durch. Es war jetzt aber gerade nicht sehr schön, wie die Textur da nachgeladen hat. Hast du was? Nö. Okay. Und rein hier. Wetten, dass da wieder so ein Hologramm drin ist. Nö, viel schlimmer. Ist das der API für den Streamturm, Ayla? Okay. Fahren wir ihn hoch. Ja, So, wo hat's denn hier was? Jetzt ist das schon mal an. Kann ich hier rein? Nö. Hat mir jetzt nicht sehr viel gebracht. Ah, schneiden. Okay. Zwei sind an. Brauchen tut's noch ein paar. Ah, einen Moment. So, wieder bei euch. MPT-Leistungsreduktionsfeld. Leistungsaufnahme bei Kontakt reduziert. Unterstützt mehrere Strahlen. Ein Widerstand. Hat er die gemacht? Reduktion. Warte mal, soll ich das mal weg? Da ist dann eins zu viel. Da passt's. Sieht gut aus. Großartig. Okay. Nur nicht richtig hingestellt gehabt. Was genau willst du jetzt von mir? Ach so. Okay. Es wäre bestimmt sehr gesund, okay, da in den Strahl mal reinzugehen. Der Abzug sollte laufen. Gehen wir runter. Hat jetzt hier einen Expressweg nach unten? Okay, sie ist nicht verreckt. Alles klar. Ja dann. Geronimo. Und woher kriegt der seine Energie hier? Ah, lieber nicht so viel hinterfragen. Und jetzt ist da unten natürlich offen. So, wieder einmal nach oben. Hey, Spaß, Kugel. Komm mit rein. Oder so. Der macht... Ja, und jetzt? Okay. Wir müssen springen, Ayla. Und? Fliegt er jetzt runter? Voll langweilig. Ja, gut. Mich gerade, ob wir uns an Ayla vielleicht notfallmäßig irgendwie ranhängen könnten. Und der zumindest mal den Fall abbremsen könnte. So, jetzt nach oben. Ja, oder so.
Okay, meine Vorhersage, wir springen da rauf, er fliegt runter und wir müssen weiter rüber. Ja. Wäre es noch blöd, wenn unsere Freunde von der Richtung kommen. Dann müssen wir ihn leider sagen, Aufzug ist leider im Arsch. Komm, möchtest du uns mal rangehen? Dankeschön. Oh, warum so dramatische Musik? Ist doch nichts passiert. Ist überhaupt richtig? Ja, weitestgehend. Ja, da geht's natürlich nicht. Mal los hier. Wir haben es geschafft. Glaube ich. Ja, wow. Der Aufzug führt uns in was auch immer das hier ist. Da müssen wir doch bestimmt nach oben, oder? Ich würde mal sagen, wir gehen mal auf diese Plattform da rauf. Okay, das ist ja easy. Was ist hier passiert oder ist das einfach nur nicht fertig gebaut? So, wie geht's jetzt? Ach so. Ach, Kletten mit Hindernissen oder was? Ja. Okay, da kommt das nächste. Gut, der Technik bestimmt gut, wenn es die ganze Zeit so hin und her schleift an der Wand. Warte mal, hier geht es dann irgendwann nicht weiter. Kann ich. Hier kann ich doch gar nicht rauf, oder? Ah, doch. Okay. Einfach mal so einen Reifen mitnehmen irgendwo. Ella, funktioniert der Rover? Rover fahren! Okay, gut. Nice. Der bestimmt nicht mehr. Oh mein Gott, wir dürfen den wirklich fahren. Ist ja geil. Sarah und Ryan, falls ihr Folgendes hören könnt, ich habe einen Rover. Sobald sich der Sturm legt, geht's zur Arche. Hoffe, wir sehen uns dort. Ja, wie jetzt? Kein Rover fahren? Ayla, ist alles okay bei dir? Okay. Komm, ich will jetzt Rover fahren. Lass mich ans Steuer. Oh, jetzt kommt der Ausbruch. Okay.
Okay. Träumen wir jetzt? Claire? Ich habe ein paar tolle Bilder als Beweis gefunden. Ich erinnere mich daran. Das war, als ich sie... Das ist ganz klar der beste Planet, Sinu. Siehst du? All die schönen Pflanzen und Tiere. Das hat kein anderer Planet. Sogar Mondberg gibt es nur dort. Er besucht den Mond nur. Dieser Planet war ihr wirklich wichtig. Und welcher ist also dein Liebster? Und ich sagte... Was? Da gibt es nur Steine und Staub, Kevin. Aber nicht nur, er hat auch... Aliens. Was? Okay, wir sitzen hier eine Weile fest. Setz dich und lass mich dir von Aliens erzählen. Ja, das nimmt sie halt jetzt schon sehr mit, ne? Oh. Den Sonnenuntergang musst du dir ansehen. Ist er nicht wunderschön? Ist er. Gab es hier einen besseren Moment, um innezuhalten? Das stimmt. Kathy? Schatz, alles okay? Nein. Was ist? Ich vermisse... Okay. Einmal nach unten. War so stark. Aber immer wenn Dad ging, brach es ihr das Herz. Es tut mir leid. Aber es steht zu viel auf dem Spiel. Ich muss dort sein. Es muss richtig gemacht werden. Ich weiß. Ich bin stolz auf dich. Verlässt uns Dad wieder? Ja. Länger das Mal. Für ein wichtiges Projekt. Wie die MPT-Schüssel. Oh. Er kommt schon wieder. Das tut er immer. Keine Sorge. Ja, aber dann schon ein bisschen hart, wenn dann der Dad für ein Jahr, zwei da weg ist, ne? Und dann siehst du ihn vielleicht nur für einen kurzen Moment. Mond, wer kommt mit zum Schnorcheln? Ich will nicht schnorcheln gehen, Claire, ich will... Komm schon! Ja, das ist genau das, was wir erlebt haben. Krantüte, spring rein! Warte! Bitte! Geh nicht! Und hier ist alles ausgetrocknet. Hallo? Liz! Liz! Wo bist du? Liz, kannst du... Oh, holy shit! Ich will gehen. In Sicherheit! Liz! Was ist denn passiert? Okay. Ups. Na also, lass das hier beglaubigen. Gib's dann dem Richter, dann ist alles klar. Ja. Die Vormundschaft ist vorläufig. Klar. Ich komme zurück. Ich will auch nicht gehen. Dann bleib! Das muss ich aber. Das Projekt ist fast zu Ende, okay? Danach kann uns nichts mehr voneinander trennen. Versprochen. Ich versuche ja, das Beste für euch beide zu tun.
Du bist die ganze Zeit weg und lässt uns hier allein. Du bist ja kein Kind mehr, Claire. Und du bist kein Vater mehr. Dafür bin ich jetzt Mutter. Nur vorläufig. Ich muss es tun. Ich komme ja wieder zurück. Hab doch Vertrauen. Ich tue das für euch. Du musst los, wenn du pünktlich auf Helsenkopf sein willst. Wir sehen uns bald, Mondbär, okay? Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.